Ein Aneurysma ist eine Aussackung einer Arterie. Überwiegend kommt das vor an der Bauchaorta, aber eben auch an der Brustkorbaorta und auch an anderen Arterien, auch an Eingeweidearterien, aber auch zum Beispiel an der Kniearterie. Aneurysmen bergen die Gefahr, dass sie rupturieren, das heißt auf Deutsch, dass sie zerreißen und dass eine massive Blutung auftritt. Diese Gefahr besteht eben ab einer gewissen Größe und eine Größe, zum Beispiel beim Mann, eine Kenngröße sind 5 cm bei der Bauchaorta und 4,5 cm bei der Bauchaorta der Frau und etwa 2 cm bei der Kniearterie und so weiter. Wichtig ist, dass ab einem gewissen Durchmesser diese Aneurysmen beobachtet werden und der Fachmann, also der Gefäßchirurg, in dem Fall ich, entscheide, wann es so gefährlich ist, dass man das Aneurysma ausschalten muss. Denn jetzt jemand, der vielleicht nur ein 10 mm oder 12 oder 14 mm Kniearterienaneurysma hat, muss nicht prinzipiell gleich operiert werden, er muss nur unter Kontrolle sein. Ein Aneurysma wird ausgeschaltet, das heißt, es muss davor bewahrt werden zu reißen. Das kann man überwiegend heute mit endovaskulären Prothesen, sogenannten Stent-Prothesen und Stent-Crafts, machen. Und das geschieht dann über eine Punktion in einem der Arterie fernen Gebiet, zum Beispiel in der Leiste oder in beiden Leisten, wenn man ein Aneurysma der Aorta ausschalten will. Das heißt also, die Ausschaltung eines Aneurysmas ist verhältnismäßig komplikationsarm und wenig belastend für die Patienten möglich. Teilweise verlassen diese Patienten nach der Operation schon 2 oder 3 Tage später das Krankenhaus.